Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Und heute zeige ich euch, wie ihr im Multiplayer Bot-Lobbys machen könnt in COD Cold War. In diesen Bot-Lobbys könnt ihr Nuklears machen, ihr könnt Tarnung freischalten, ihr könnt aber auch auf hohe Killstreaks gehen oder Zornabschüsse, was auch immer machen. Ihr könnt natürlich auch euren Battle Pass leveln oder euer ganz normales Level hochbekommen. Für diesen Glitch braucht ihr eine weitere Person, das heißt, wenn ihr jemanden habt, könnt ihr gerne auf den Discord joinen. Erster Link in der Beschreibung, dort jemanden im Community-Chat finden und dann anfangen. Zuerst geht ihr beide ins Multiplayer-Menü. Ihr müsst dann auf Gegen Bots gehen, dort Team Deathmatch auswählen und dann warten. Euer Kollege muss euch dann einmal einladen. Wenn ihr euch eingeladen habt, müsst ihr einfach auf die Einladung gehen, mit dem Controller zum Beispiel, indem ihr auf Dreieck drückt, und auf der Einladung bleiben, nicht annehmen. Jetzt muss er euch noch ein zweites Mal einladen und wenn die Einladung oben rechts angekommen ist, müsst ihr einmal X auf Annehmen drücken und dann Dreieck spammen. Wenn das geklappt hat, solltet ihr die zweite Einladung geöffnet haben und ihr seid eurem Freund beigetreten. Jetzt muss euer Freund ganz einfach in den Zombie-Modus gehen. Im Zombie-Modus angekommen, müsst ihr zurückgehen, bis ihr wieder in diesem Bot-Menü seid. Euer Kollege geht jetzt auf privates Spiel und drückt auf Outbreak. Sobald oben rechts bei eurem Kollegen der Countdown auf 27 ist, muss er alleine die Party verlassen und wieder nachjoinen. Sobald dann bei euch oben rechts steht, dass er nachgejoint ist, geht ihr auf Map wechseln und wählt Sanatorium aus. Wenn ihr dann Sanatorium ausgewählt habt, geht hier oben auf Team Deathmatch, drückt drauf und drückt auf Spiel starten. Jetzt sollte eine Fehlermeldung kommen, irgendein Error, den drückt ihr einfach weg und ihr solltet im Menü sein. Jetzt müsst ihr schnell Dreieck drücken oder wie auch immer ihr auf eure Party kommt und dann die Party selber verlassen. Wenn ihr das gemacht habt, werdet ihr merken, dass ihr immer noch in der Runde seid, das Spiel in ein paar Sekunden beginnt und ihr dann im Ladebildschirm seid. Ich würde euch empfehlen, jetzt einfach, wenn ihr gespawnt seid, euch beide mit einem Molotow umzubringen, denn ihr spawnt an derselben Position und zwar genau hier, wie wir sind. Jetzt werdet ihr immer wieder an zwei Positionen spawnen, entweder da bei dem Stein oder weiter unten. Um einen Spawn zu blockieren, müsst ihr zum Beispiel ein Geschütz nehmen, es auf den Spawnpunkt legen, damit dann euer Kollege da nicht mehr spawnen kann. Ihr könnt aber auch eine Gasmine nehmen zum Spawn blockieren, das ist hier komplett egal. Wenn ihr Weitschüsse machen wollt, geht ihr am besten hinter das Geländer, nehmt eine Munitionskiste mit, also diese Sturmpaket-Munition, und geht dann nur noch auf die Headshots. So macht ihr dann gleichzeitig die Abschüsse, die Headshots, die zwei schnellen Abschüsse, die Fernabschüsse und dann noch, wenn ihr den Orbi oder die Drohne aktiviert, die Abschüsse, während ein Gegner aufgedeckt ist. Und dann seid ihr auch schon in der Lobby. Wenn das Spiel zu Ende ist, einfach den Glitch nochmal von vorne machen, das dauert meistens nur eine Minute oder zwei, wenn ihr das geübt habt. Und dann könnt ihr auch schon auf Dark Matter Ultra gehen oder auf Nuklears, auf diese 21 Nuklear-Medaillenkarte, was auch immer. Und das war's auch schon. Danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da, abonniert diesen Kanal, aktiviert die Glocke, um keine Benachrichtigungen zu verpassen und immer die neuesten Videos von mir zu sehen. Teilt es mit euren Freunden, damit sie mit euch diesen Glitch machen könnt. Ich bin dann raus. Danke fürs Zuschauen. Haut rein und ciao.